Es tut sich was an der Krummen Lanke. Eines der beliebtesten Berliner Ausflugsziele soll gründlich umgestaltet werden. Wir sprachen dazu mit Stadtrat Rothkegel vom Bezirksamt Zehlendorf. Herr Stadtrat, hier hat sich an dieser Ecke an der Krummen Lanke einiges geändert. Das alte Lokal ist verschwunden und Sie haben hier neue Pläne. Vielleicht können Sie uns dazu ein bisschen was sagen. Gerne. Wir sind in Zehlendorf von der Überlegung ausgegangen, dass die Bevölkerung Berlins Erholungsstätten und Flächen benötigt. Das ehemalige Restaurant der Krummen Lanke beabsichtigen wir nun so umzugestalten. Ein Großteil Liegeflächen hier, hier mit Spaziergängerwegen, die angeschlossen werden an den jetzt schon vorhandenen Weg um die Krumme Lanke herum. Und weiter wollen wir, damit die Menschen, die sich hier lagern können, auf den Liegewiesen auch einen guten und billigen, preiswerten Kaffee oder Kuchen bekommen, hier oben einen kleinen Restaurationsbetrieb errichten. Und hier wollen Sie ja wohl zum Teil also Selbstbedienung einführen. Ich möchte gerne mit Selbstbedienung, damit man den Kaffee a heiß und zweitens preiswert bekommt. Und aber es wird sich nicht umgehen lassen, dass auch eine gewisse Bedienung mit Oberl vorhanden ist für die älteren Leute, die also nicht gewillt sind oder nicht können, hier sich den Kaffee selbst zu holen. Wie ist das nun mit dem Baumbestand hier? Ich sehe, hier sind also zwei Sichtwinkel eingezeichnet. Müssen dadurch nicht viele alte Bäume abgehauen werden? Es wird der ein oder andere Baum leider dran glauben müssen. Aber um die Schönheit, die landschaftliche Schönheit der Krummen Lanke von hier und von hier aus klar zu sehen, müssen eben ein paar Bäume leider gefällt werden. Die Kosten für dieses Projekt werden etwa 250.000 Mark betragen. Bis die Berliner allerdings ihren Kaffee hier an der Krummen Lanke, jedenfalls in dem neuen Lokal, trinken können, wird es 1964 werden. Herr Stadtrat, im Zusammenhang mit der Krummen Lanke haben Sie ja noch ein anderes Problem, und das ist das Flugzeugwrack, was seit 1945 hier im Schlamm liegt. Sie haben ja hier schon einen Plan, wo das also genau festgelegt ist, wo es liegt, aber es gibt ja wohl große Schwierigkeiten, das herauszuholen. Ja, es sind etwa 50 Meter, 80 Meter von unserem jetzigen Standpunkt entfernt, liegt dieses Wrack, und zwar im Schlamm. Der Schlamm hat etwa eine Dicke von 3 Metern unter der Wasseroberfläche, die etwa 5 Meter macht. Und wir müssen etwa 15.000 Kubikmeter Schlamm entfernen, um an das Wrack heranzukommen. Das Wrack muss entfernt werden, weil die Polizei Wert darauf legt, dieses zu tun. Es könnte Munitionsbomben und so weiter noch drin sein. Und außerdem legen die Wasserwerke Wert darauf, dass es entfernt wird. Falls nämlich die Öltanks, falls Öl noch drin ist, auslaufen, dann würde der Grundwasserspiegel verseucht werden und damit die Trinkwassergefährdung eintreten in irgendeiner Form. Wann glauben Sie denn, dass Sie mit der Bergung anfangen können? Also wir wollen im Frühjahr anfangen, das herauszuholen. Es wird einige Zeit dauern, abpumpen, denn mit Tauchern die Stricke befestigen, sodass wir im nächsten Jahr hoffentlich fertig werden können. Wissen Sie schon, wie viel es kosten wird? Keine Ahnung.